Hallo, hier ist Clara. Wir stricken heute die Schuhchen Socken für die Kinder in Kindergröße. Es sind hier 12 cm geworden. Die Schuhe habe ich für Erwachsene stehen schon auf meinem Kanal. Es war aber eine Bitte, das Modell für die Kleinen zu stricken. Und das machen wir heute. Ganz einfach. So, Achtung, der Faden ist ziemlich dünn. Das sind 160 Meter in 50 Gramm. Also die beide sind angepasst. Und ja, die Maschenzahl 41 Maschen. Ich habe ein normales Bündchen erstmal gestrickt aus, also 41 Maschen anschlagen, dann 2 Reihen Bündchen stricken, eine rechts, eine links und nochmal dazu 4 Reihen in beige Bündchenmuster, eine rechts, eine links. Und das ergibt dann hier genau 2 cm, habe ich schon gemessen. Die Höhe ist 2 cm. Wenn Sie einen dickeren Faden haben und die gleiche Zahl Maschen, dann werden das natürlich viel größere, bekommen Sie viel größere Schuhchen. Und genauso umgekehrt, wenn der Faden noch dünner ist. Aber ich denke nicht, dass es noch dünner also genommen wird für die Schuhchen. Also, wir fangen an. Hier das Bündchen haben wir gestrickt und jetzt sind wir so weit, wo wir das Muster reinstricken. Ich muss das weg, damit das der Fokus gut bleibt. So, und das Muster besteht aus 4 Maschen. Wir tauschen zu Blaufarbe. Die erste stricke ich schon mit der Randmasche, weil es die Farbwechselung ist. Und wir heben die erste, die rechts gestrickt ist, Masche ab und die nächste 3 Maschen stricken wir rechts ab. Habe ich angepasst, damit die abgehobene immer rechte Masche ist. Hier sehen Sie, also das ist die Randmasche, dann eine abheben, 3 Maschen rechts und eine abheben, ungestrickt und nochmal 3 Maschen rechts und eine abheben und so bitte die ganze Reihe. Wir sind in der Rückreihe und die Rückreihe geht ganz einfach. Die in Blau gestrickt sind, werden in Blau abgestrickt. Links habe ich 2 Fäden zusammen. Also zusammen mit Randmasche sind das 3 Blau. Der Faden kommt nach vorne und eine abheben. Und wir wiederholen 3 Maschen links. Also die, die links sind, stricken wir an der Rückreihe links ab und die abgehobene wird nochmal abgehoben und der Faden bleibt vorne. Wir wiederholen 3 Maschen, nein, links, nicht rechts. 3 Maschen an der Rückreihe, die 3 Maschen links, Faden bleibt vorne und die abgehobene wird nochmal abgehoben und so weiter. 3 Maschen links und eine abheben, Faden bleibt vorne. So bitte bis am Ende der Reihe. Wir sind fertig mit 2 Reihen in Blau. Wir tauschen zu Beige und hier stricken wir weiter wie Bündchen und zwar hier die einfach abgehoben war, sie sieht wie rechts ab, da fangen wir auch an, damit sie weiter rechts abgestrickt ist, also eine rechts, eine Masche links
eine Masche rechts, eine Masche links. Und da passen Sie wieder hier zu der Masche, die wird wieder rechts abgestrickt. Und so weiter, links, rechts, links. Also einfach ein Bündchen weiter stricken, eine rechts, eine links. Nur ich habe aufgepasst, dass die rechte Masche wieder da beim Weiß gestrickt wird. Also die Reihe zu Ende stricken, eine rechts, eine. Wir haben die Hinreihe rechts, eine links gestrickt und hier können wir schon ganz gut das Muster sehen. Wir wenden und an der Rückreihe stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Und sie erscheinen natürlich wieder eine Masche, so Bündchenmuster. Hier erscheint eine links, eine rechts. Eine links, eine rechts und so die ganze Reihe bitte. So wie die Maschen erscheinen, als Bündchen rechts, links bitte die Reihe zu Ende stricken. Wir sind wieder an der rechten Seite und bitte noch zwei Reihen, eine rechts, eine links stricken, also da wo rechts ist, stricken Sie rechts, da wo links, links. Also bitte die Hinreihe und Rückreihe nochmal eine rechts, eine links stricken. So, wir haben das Stück hier von oben bis hier gestrickt. Und jetzt ist das vordere Teil dran. Das geht so weiter, gleich zeige ich es. Und ich wollte nur ausmessen, hier sind jetzt zurzeit insgesamt 4 cm. Hier können Sie natürlich die Länge, wenn Sie möchten, also viel höher machen. Das können Sie immer auf Ihr Wunsch machen. So, für das vordere Teil hier zu stricken, müssen wir das Stück hier teilen. Ich habe für die Mitte 11 Maschen genommen. Hier sind die 11 Maschen. So, insgesamt waren das 41 minus 11, da bleiben 30, das heißt 15 rechte Seite, dann kommen die 11 mittlere und dann 15 an der linken Seite. Wir machen Folgendes, wir setzen die 15 Maschen einfach auf die andere Nadel, bitte. Die 15 Maschen sitzen auf der Nadel. Ich nehme extra einen Faden dazu und jetzt fange ich an, die mittlere Maschen, die 11 Stück hier, zu stricken, indem ich hier, das ist die erste, alle Maschen, die das vordere Teil ist, in Kraus rechts gestrickt, hier. Und das ist jetzt die erste Masche, also 11 Maschen, bitte rechts in der kontraste Farbe, wenn Sie genau so das stricken möchten. 8, 9, 10 und 11. So, das sind die 11 Maschen. Hier nochmal nachprüfen, das sollen 15 sein. 15, 15 und die 11 mittlere. Ja. So, und jetzt ruhen die seitlich hier. Sie können das auch auf eine, so eine, ich weiß nicht, Klammer oder auf eine, ja, was weiß ich da, damit sie nicht stören. Ich nehme aber noch eine Nadel dazu und dann im Spiel sind nur die mittlere Maschen. So, die mittlere 11 stricken wir weiter, also erste abheben und dann die 11 Maschen einfach hin und her stricken. Bei mir waren das 22 Reihen, also und die letzte hier von dem stricke ich immer links und die ist und so fort wenden, ne? Wir stricken nur die mittlere und die seitliche Maschen, die ruhen einfach so,
Ist ein bisschen vielleicht nicht so bequem, aber mach nichts. Ich hebe die erste ab und dann stricke ich einfach die Hinreihe und die Rückreihe immer rechte Maschen. Und so stricken wir in die Länge. Die Randmasche stricke ich links und so weiter. Der Anfang ist da. Schauen Sie mal. Und so stricken wir das in die Länge. Wie ich schon gesagt habe, das sind bei mir 12 diese Rippchen oder 24 Reihen oder 4,5 cm. Bitte selbstständig weiter stricken. Das vordere Teil ist fertig. Hier sind die, die geruht haben. Und jetzt nehme ich wieder ein zusätzlicher Faden. Also die bleiben so. Ich habe aus der Mitte den weißen gezogen. Wir nehmen ihn und jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier kann man ganz gut sehen die Maschen. Das haben wir schon sehr, sehr viel mal gemacht. Da bilden wir neue Maschen. Hier lasse ich ein bisschen länger das Stück und gehe dann in die seitliche zwei Maschen. Ich habe noch eine Nadel dazu genommen. Später nehme ich eine mit Kabel. Aber hier so. Und dann bilde ich aus jeder hier seitliche, das waren die Randmaschen hier. Ich gehe, da kann man ganz gut sehen. Hier ist ein Loch, sehen Sie? Da rein und die Masche dazu bilden. Und so in jedes Loch geht eigentlich sehr einfach. Jedes Loch und so bilden sie die Maschen. Hier befestigen wir, indem wir die zwei verbinden, die zwei Fäden. Ja, bitte weiter hier in jedes Loch in die Randmasche rein und Masche bilden. Es sind 11 Maschen, die neu gebildet sind. Und dann weiter hier die vordere. Stricke ich weiter die Hälfte auf die Nadel und dann nehme ich noch eine Nadel dazu und stricke einfach weiter die Mitte. So, und jetzt sind wir angekommen an die andere Seite hier. Da mussten hier auch die Maschen gebildet werden. Und das machen wir auch gleich. Ich mache einfach weiter hier mit der und gehe wieder in jedes Loch rein. So. Und es sollen 11 auch seitlich 11 Maschen sein. Wenn es auf irgendwelchen Grund mehr wird, ist nicht schlimm. Damit hier, ich zeige nachher, damit da kein Abstand ist oder kein Loch entsteht, da können wir manipulieren. Und zum Beispiel die Masche, die wir zu viel gezogen haben, dann in der Ecke zusammenstricken. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt hier habe. Ich zähle gleich nach. Achso, nein, das waren hier die mittlere waren hier auch noch. Moment. So sieht das aus. Hier sind die 15 und 15 rechts und links, die geruht haben. Hier haben wir neue aufgehoben und das vordere Teil gestrickt. Und jetzt ein bisschen zu viel Fäden. Für die Bequemlichkeit nehme ich also Stricknadel auch Nummer 3. Und da wird es viel besser zu stricken. Und ich gehe jetzt zu Anfang hier an der rechten Seite zu der Nadel. Wir haben hier da die nicht abgeschnitten den Faden.
Und wir stricken jetzt hier so, wie die Maschen aussehen, eine rechts, eine links. Also bitte eine rechts, eine links, Nadel für Nadel. Und dadurch möchte ich so, dass die alle hier bei mir auf dem Kabel sitzen, damit ich die Spielnadel loswerde. Weil ich mag die sowieso nicht, die Spielnadel zu stricken. Eine ist weg. So, jetzt Achtung, hier sind die, die neu gebildet sind. Ja, schauen Sie mal hier, damit es hier nicht so ein langer Abstand ist. Hier war die linke, jetzt müssen wir nächste rechts. Ich nehme einfach hier an der Seite seitlich so. Und setze da rauf, damit wir keine und strick die nächste war hier rechts, ich strick die rechts ab. Also links, rechts, damit hier zwischen keine Lücke entsteht. Das war rechts, jetzt stricken wir links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und so weiter. Also stricken wir rechte Masche und linke Masche. So, das war links. Rechts, links. Insgesamt haben wir jetzt wie viele Maschen? 63 Maschen auf der Nadel. So, ich bin noch eine Nadel los. Schauen Sie mal. Ich kann hier es ziehen für die Bequemlichkeit. Und dann hier weiter stricke ich eine rechts, eine links. Zuletzt war es rechts. Also ich stricke hier zu Ende und dann sehen wir uns. So, ihr Lieben, ich beeile mich. Mein Akku ist fast leer. So, wir haben die Maschen angeschlagen und eine Seite, eine rechts, eine links gestrickt. Jetzt machen Sie bitte die Rückreihe genauso. Und dann stricken wir wieder das Muster aus. Also jetzt lasse ich die alleine und wir sehen uns später. So, ich bin wieder da, nachdem wir die Maschen hier gebildet haben neu. Und dann haben wir in Weiß insgesamt vier Reihen gestrickt. Vier Reihen Bündchenmuster, eine rechts, eine links. Wir sind jetzt hier. So hier und das ist soweit, wo wir nochmal das Muster reinstricken und wir tauschen zu blau. Wir sind an der Hinreihe, tauschen zu blau und wir machen genauso hier parallel sind die, dann heißt es, weil es Farbwechselung ist, stricke ich die Randmasche mit. So und dann wird die recht gestrickte, die erste abgehoben und die nächste drei Maschen stricken wir rechts ab. So wiederholen wir, abheben und drei Maschen in blau rechts und passen Sie auf, die abgehoben, die ist immer die recht gestrickte. Ja, und so die ganze Runde. Nicht Runde, sondern Reihe. Dreimal in Blau, eine abheben. Drei Maschen rechts. Eine abheben. Und so bitte bis an Ende der Reihe. Die Reihe ist zu Ende gestrickt. Wir wenden, wir sind an der Rückreihe. Und an der Rückreihe Randmasche hebe ich ab. Der Faden kommt nach vorne. Die abgehobene wird nochmal abgehoben. Und die drei an der Rückreihe stricken wir links. An der Hinreihe haben wir die rechts abgestrickt. Hier an der Rückreihe stricken wir sie links ab. Und so wiederholen wir. Faden bleibt vorne. Die abgehobene weiße abheben bei mir bisch. Und drei an der Rückreihe
Die in Blau, die werden links abgestrickt, die Faden nach vorne, die in Weiß ist, wird abgehoben. Und so weiter. In Blau dreimal links und Faden nach vorne und die Weiße nochmal abheben und so bitte bis an Ende der Reihe. Wir sind fertig mit der Rückreihe. Wir wenden und wir tauschen zu beige in meinem Fall. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir sind jetzt hier. Können Sie sehr gut sehen, dass es wieder eine rechts, eine links, ein Bündchenmuster. Vier Reihen sind es insgesamt. Und hier schauen Sie mal, Randmasche hebe ich ab. Und dann passen wir so an, dass die recht gestrickte dann heißt eine rechts und die nächste Masche links. Eine rechts, eine links. Und dann wird die in beige in meinem Fall immer rechts abgestrickt und dann dann sieht es so aus, dass es ein bisschen so länglich ist. Ja, wieder ein Bündchenmuster. Und ja, das stricken Sie bitte eine Masche rechts, eine Masche links in Kontraste Farbe, vier Reihen. Vier Reihen sind gestrickt. Die hier, das sind die. Und jetzt tauschen wir zu Blau in meinem Fall und stricken so eine zwei Vorbereitungsreihen, nur rechte Masche Hinreihe und die Rückreihe auch nur rechte Maschen. Also bitte Hinreihe alle Maschen rechts und Rückreihe alle Maschen rechts. Den habe ich abgeschnitten. Hier brauchen wir nicht mehr den Beige, weil später die Sohle stricken wir in Blau. Also Hinreihe alle Maschen rechts und Rückreihe alle Maschen rechts, bitte. So, zwei Reihen rechts sind fertig. Ich habe wieder getauscht zu normalen Stricknadel. Wir haben auf der Nadel 63 Maschen. So, um die Sohle zu stricken, müssen wir hier für die Mitte, also Maschen wieder, also die mittlere Maschen trennen, also da wie man das richtig sagt. Hier habe ich mich für 9 Maschen entschieden. Wissen Sie noch, hier haben wir das auch gemacht, aber da waren es mehr. Hier sind für die Mitte, also für die Ferse 9 Maschen. So, und wir müssen die also hier in der Mitte, so sind hier, hier wird die Sohle. Also, die 9 Maschen mittlere, das heißt, der Rest bleibt 27 Maschen links, rechts 27 Maschen links und die mittlere 9. Und das haben wir, das wiederholt sich sehr oft bei allen verschiedenen Modellen. Deswegen machen wir das einfach so. Zusammen mit der Randmasche stricken wir insgesamt 27 Maschen rechts, bitte. 27 Maschen sind rechts gestrickt. Jetzt kommen wir zu den mittleren 9. Bitte nachprüfen, dass die Sohle direkt in der Mitte ist. Wir fangen an, die 9 Maschen für die Sohle zu stricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier ist die 9. Die 9. und hier sollten es auch 27 sein. Hier ist die 9. und die Nachbar von den Nachbarn von den 27. Die 9. und eine Nachbarmasche. An der rechten Seite stricke ich zusammen links ab. So. Und sofort wenden. Im Spiel sind jetzt nur die mittleren 9 Maschen. Also,
Erste hebe ich ab. Das ist erste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist die neunte und hier sind die Nachbarnmasche. Wir sind an der linken Seite. Da stricke ich die neunte und die Nachbarmasche. Von der linken Seite stricke ich die rechts zusammen, fallen lassen und sofort wenden. Im Spiel sind jetzt, wir stricken jetzt nur die mittlere, aber von den Nachbarnmaschen werden wir immer eine dazu nehmen und zusammenstricken. Ich zeige es nochmal. Hier sind die mittleren 9, hier sind die. Erste hebe ich ab, das ist die erste. Hier braucht man die gar nicht nachzählen, weil hier kann man sehr gut sehen, wo ist die neunte. Hier ist sie. Sehen Sie der Abstand. Die neunte und die Nachbarmasche an der rechten Seite stricken wir links zusammen ab. So. Sofort wenden. Ich hebe die Randmasche ab. Das war die erste. Und stricke alle Maschen rechts. So. Und hier bin ich angekommen an die neunte. Ich erkenne das durch den Abstand hier. Und an der Rückreihe, an der linken Seite, stricke ich die neunte und eine Nachbarmasche rechts zusammen. So. Und ich wende sofort. Und so Stück für Stück, sehen Sie, kriegen Sie dann so eine, wir sind jetzt hier, wir haben zwei, Sie werden immer von den Nachbarn wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen. Sehen Sie, wie viele es sind von den Nachbarn her. Und Sie machen das so lange, bis hier 5 Maschen bleiben und hier an den seitlichen Stricknadel 5 Maschen bleibt und hier 5 Maschen. Die mittlere, sie werden sich nicht ändern, da bleiben immer 9. Da sehen wir uns. So sieht das aus. Wir haben hier 5 Nadel und hier und die mittlere 9. Und hier, damit wir so eine hier die Ferse auch so abrunden, eine Form bekommt. Reduzieren wir jetzt in der Mitte auch zusätzlich die Maschen. Also Randmasche abheben von den 9, die Randmasche. Und dann stricke ich die nächste 2 Maschen rechts zusammen ab. So. Rechts zusammen abgestrickt. Ich stricke weiter, bis hier in der Mitte 3 Maschen bleiben, also die Randmasche und noch 2 Maschen. Hier stricke ich die auch 2 zusammen rechts und sonst wie immer die Randmasche und die Nachbarmasche. Wir sind an der rechten Seite, da stricken wir die zusammen rechts ab. So. An der Rückreihe stricken wir, machen wir in den mittleren reduzieren wir nicht, wir stricken die ganz normal. Und hier ist die Randmasche und die Nachbarmasche an der linken Seite rechts zusammen. So. Abheben. Dann stricke ich die 2 Maschen rechts zusammen ab in die mittlere 2, damit sie hier weniger werden. So. Da korrigiere ich jetzt. Ich habe 2 zusammen abgestrickt, dann eine rechts. Hier sind 3 geblieben.
Die zwei vor der Randmasche stricke ich auch zusammen ab und dadurch sind in der Mitte noch Maschen reduziert. Hier ist die Randmasche, die stricke ich an der rechten Seite zusammen mit der Nachbarmasche links zusammen. So sieht es aus. Wir wenden an der Rückreihe Randmasche abheben. An der Rückreihe machen wir mit den mittleren Maschen nichts, nur die Randmasche. Wir sind an der Rückreihe. Wir stricken die Masche mit der Nachbarmasche rechts zusammen ab und wenden. Wir haben an den Seiten 3 und in der Mitte 5. Diesmal reduzieren wir die mittlere nicht, nur wie es auch sich gehört, nur die mit also Randmasche und die Nachbarmasche an der rechten Seite links zusammen. Wir wenden, erste abheben und hier auch keine Manipulationen, nur die Randmasche und die Nachbarmasche rechts zusammen. Wir sind an der rechten Seite, wir heben die eine Masche, Randmasche ab und die drei mittleren Maschen stricken wir 3 zusammen rechts ab, bitte. 3 zusammen rechts abstricken. So. Dann bleibt hier die Randmasche und die zwei Nachbarmasche. An der linken Seite stricke ich die alle zusammen, 3 links ab. Wir wenden an der Rückseite. Nehmen wir, hier haben wir keine Nachbarmasche, wir heben die ab. Die mittlere stricken wir einfach rechts und dann die Randmasche. Und zwei Nachbarmasche an der rechten, an der linken Seite stricken wir rechts zusammen ab. Und so haben wir 3 Maschen. Wir wenden und ich setze hier die um und stricke dir einfach die 3 Maschen rechts zusammen ab. So. So, ich habe die rechts, 3 Maschen rechts zusammen gestrickt und hier den Faden rausgezogen. Abschneiden werde ich ihn nicht, ich erzähle warum, aber sie machen das und lassen so viel, damit sie hier von die Naht zunähen können. Ich muss das leider auflösen, wenn sie das sehen können hier. Ist mein Faden zu Ende gegangen. Ich habe nur so das, was ich gefunden habe, schnell genommen und das passt nicht. Das ist dicker. Ich habe ihn doppelt genommen, sonst war er zu dick. Das werde ich alles lösen und passende Farbe, passende dann finde oder vielleicht finde ich auch noch die Reste davon. Das war nur fürs Zeigen, zu Ende zeigen, weil ich möchte das Video heute rauslassen. So, wie es zusammengenäht wird, ich habe das an der linken Seite gemacht. Diesmal bei dem Modell sind sehr viele hier Schwänzchen. Bei allen Videos zeige ich, wie man die hier in der Länge mit der Häkelnadel einfach vernäht oder mit der Nadel. Das zeige ich heute nicht. Ich habe das von der linken Seite zusammengelegt. Hier, wenn Sie einen längeren Faden haben, brauchen Sie ihn nicht abschneiden. Sie können auch von mit dem Faden, ich habe in eine Farbe, da es ein so ein Muster ist, fällt es nicht so auf und so die Maschen einfach zusammengenäht. Bei allen anderen Videos kann man das gut sehen. Und so haben Sie das Söckchen fertig, also nur zusammennähen. Hier sieht das ein bisschen
Also das ergab 12 Zentimeter. Die Höhe können Sie gerne hier also viel länger stricken, Bündchen. So, das Muster sieht wie Schmetterlinge aus. Ich frage mich, warum ich nicht rosane Farbe genommen habe. Aber vielleicht löse ich die auch überhaupt. Das war nur fürs Zeigen, weil eine Anfrage war. Mal sehen. Sonst lasse ich das alles immer und verschenke dann später. Ich hoffe, das war alles verständlich und Sie können das gut nachstricken. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Kommentare und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.